Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier werden wir euch zeigen, wie man sich bei Al-Azhar anmelden kann und eben von null anfängt. Also das ist eben die Seite. Den Link werde ich dann in der Beschreibung legen. Und eigentlich steht alles auf Englisch. Also bei Full Name in Englisch schreibst du dann eben deinen Namen, deinen ganzen Namen, dann auf Arabisch. Hier kannst du eben schauen, wie man das schreibt. Wäre gut vielleicht, wenn du auf Google schreibst, Google Translator, oder eben jemanden fragst, der dir da hilft. Natürlich, wenn du es einmal so übersetzt hast, wird es schwer sein, dass du es anders übersetzt. Und dann musst du auch achten, dass eben die Geburtsurkunde identisch ist. Nicht, dass dann später irgendwie Probleme auftauchen. Denn wenn das passiert, dann kannst du sehr lange warten, bis du dann eben dein Zeugnis bekommst. Ich selbst hatte es bei einer meiner Verwandten gemacht. Also ich wollte den Zeugnis holen und ich musste hin und her, weil das ist dann in jedem Ort anders. Und da muss ich das immer korrigieren und eine Bestätigung bekommen, dass eben das so ist. Deswegen von Anfang an sauber haben, dann hat man eben später keine Probleme. Dann eben die Passnummer. Den Datum vom Pass und wann es endet. Den Geschlecht, Geburtstag, den Ort, wo man geboren ist, dann die Nationalität. Und dann schreibt man eben seine Adresse, seine Telefonnummer, seine E-Mail und dann nachher einfach auf OK und registrieren. So, sobald du dann auf Registrieren gedrückt hast, kommt dann oben etwas Rotes. Da ist eine E-Mail, die auf Rot ist. Diese E-Mail musst du kopieren. Natürlich musst du dann auch Screenshot machen. Nicht vergessen, das ist sehr, sehr wichtig, dass du den Screenshot machst. Und dann in der E-Mail sagt man eben, dass du die Unterlagen schicken sollst. Also wie zum Beispiel Pass, die erste Seite und dann den Visum. Das sind die zwei wichtigsten eigentlich, den man schicken muss. Und dann sagt man eigentlich, dass du warten musst. So 2 Wochen, bis dann eben eine E-Mail kommt. Also du wartest dann eben, bis eine E-Mail kommt. Musst du eigentlich nicht. Du kannst dann einfach zu Idarat al-Wafidin, zu der Verwaltung für die ausländischen Studenten, kannst du dann gehen, was in Darase ist, bei der Jugendherberge der Ausländer. Und dort zeigst du dann eben den Screenshot, sagst ihnen, guck mal, ich habe mich angemeldet. Und dann sagen die, okay, wir geben dir ein Formular. Dieses Formular ist dann, damit du zum Krankenhaus gehst. Im Krankenhaus musst du dann dich untersuchen lassen. Du machst eine Blutabnahme, vergiss, also das alles musst du dann eigentlich dich vorbereiten. Also, dass du eben dann zur Blutabnahme gehst, fragst dann, wo mache ich die Blutaufnahme für die Anmeldung bei Ezhar. Und dann nachher geben die dir einen Zettel. Du musst dann zur Kasse gehen, musst dann bezahlen. Dann gehst du wieder zurück, gibst denen das Formular. Du musst dann auch du musst Passbilder haben. Das ist auch sehr wichtig, Leute, dass ihr sehr viele Passbilder macht. In Deutschland ist es sehr billig. Also ihr könnt bei DM, könnt ihr dann einfach ein ganz normales Bild, ein Passbild scannen oder so und dann nachher für 27 Cent habt ihr dann 6 Bilder. Haltet so 16, 18 Bilder schon bereit. Dann, nachdem ihr bezahlt habt, geht ihr dorthin, gebt ein Bild, die machen eine Blutabnahme und dann sagen die, komm nächste Woche. Ihr könnt in vier Tagen schon hingehen, weil es wird dann auch ein bisschen knapp mit dem Aufenthalt. Ihr kommt, habt einen Aufenthalt für einen Monat und noch eine Woche zu, also falls irgendwie Probleme auftauchen, habt ihr noch eine Woche plus. Und deswegen wird es manchmal knapp. Deswegen ist es gut, dass ihr schnell alles macht. Was habe ich jetzt gesagt? Also, ihr macht das so schnell wie möglich und dann sagen die nach einer Woche, ihr könnt nach 4 Tagen gehen und dann macht ihr den Rest im Gebäude. Ich weiß ehrlich nicht gesagt, in welcher Etage das war, aber ihr müsst dann auch noch den restlichen Formular ausfüllen und dann geht ihr damit zu der Idara, zu der Verwaltung. Mit den anderen Sachen, die ich verlange.